So, Freunde, es ist soweit. Wir haben den 15. November und es geht los. Ja, die ersten Erstattungen trudeln nämlich ein, wie etliche Berichter hier auf unserem Kanal und natürlich auch via Twitter und im Cloudplay-Discord schreiben, bekommen sie ihre ersten Erstattungen von Stadia direkt. Manchmal mit einer E-Mail-Ankündigung vorher, manchmal ohne. Dann gibt es hunderte oder Zehner PayPal-E-Mails, die reintrudeln. Und dann haben wir auch Kreditkarten, Rückerstattungen, die bereits dabei sind. Und natürlich auch ein Google Play-Guthaben, was immer höher und höher wird. Ich selber bin leider noch nicht dabei. Ich habe noch keinen einzigen Cent wiederbekommen. Aber wie das bei euch aussieht, das interessiert mich sehr. Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Auch wenn ihr es schon vorher woanders getan habt, würde mich freuen, wenn ihr das hier einfach mal sammeln, was bei euch so eintrudelt und wo es vielleicht auch zu Problemen kommen könnte.